Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie man sehen kann, wir zocken heute mit den Zenobiten, mit Pinhead. Ich hoffe, ich habe mir jetzt richtig ausgesprochen. Zenobit, ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich auch wieder einer, den ich sehr, sehr selten bis jetzt gezockt habe. Ich wollte gerade sagen, hier oben sind doch Rennspuren. Scheiße, dann streppt ihr natürlich wieder nicht. Oh, was ist denn da gerade los? You summoned me. I came. Oh, das sind nur wieder welche hier, die einen verarschen wollen hier. Sind wir hier wieder die übelsten Bro-Gamer am Werk. Sehr schlau. Zielleine. Keine Ahnung, was mit denen schon wieder los ist mit den Leuten. Okay, da liegt der erste schon im Gemüse. Now you must come with me. You must come with me. Oh, please. No tears. They are a waste of good suffering. Zieleine. Zieleine. Oh mein Gott, was sind das? Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Oh mein Gott, der ist bestimmt auch gleich weg. Oh mein Gott. Sehr schön, ich habe hier keinen Haken irgendwo wirklich in der Nähe. Also zum Glück haben wir den eiserner Griff auf Stufe 3. Da brauchen wir noch ein bisschen, haben wir ein bisschen länger Zeit. Es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, diese Runde. Also. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Komm, werde ich nicht, komm. Wir schaffen es bis hierhin, mein Freund, komm. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde noch eine zweite Folge dranhängen müssen. Weil das ist nun wirklich, was ist das gewesen? Ich habe keine Ahnung. Meine erste Runde mit denen irgendwie endet gleich so. Aber ich danke euch trotzdem fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wie gesagt, hier kommt gleich dran noch eine zweite Folge. Weil das ist keine Folge. Dann also wirklich, bis gleich. Ja, komm, stirb schneller. Wir haben keine Zeit. Sehr schön. Wie gesagt, bis gleich. Ja, willkommen zurück zur zweiten Runde von Dead by Daylight mit den Zenobiten. Die erste Runde, die wir hier hatten, war ja sehr kurz und knackig, muss ich sagen. Gell? Ich glaube, sie hat ganze 4 Minuten gedauert. Hinten rennt schon der Erste. Sie hat ganze 4 Minuten gedauert. Wow, verdammt, also wirklich. The box. You opened it. I came. Wo ist er hin, sag mal? Das gibt's ja gar nicht. Du Arsch. Scheiße. Okay, das wird diesmal wohl eine etwas längere Runde.
Genau das, was ich mir so dachte. Schade, die erste Runde ging so schön schnell, aber bei dem werden wir jetzt wohl ein paar mehr Probleme kriegen. Gehe ich so ganz stark davon aus. So. Bitte, geh da hin, dankeschön. Sehr gut. Warte mal, da hinten ist jemand dran gewesen. Hier wird aber auch jemand gewesen sein. Die werden da hier nicht einfach hier so einen gut angefangenen Chen einfach mal so außer Acht lassen. Das glaube ich da gar nicht. Lauf dich mal bitte vorbei, dankeschön. Gut, der ist auch noch ziemlich an Anfang. Na, da geht's sowieso zurück. The box. You opened it. I came. Dieser Flink, Alter. Whee! Sprintboost. Hat er's aber gut verkauft, muss ich sagen. Ich meine, er öffnet die Box, ne? Er öffnet die Box und verkauft somit sie. Und die andere Person hängt immer noch. Okay, wir müssen wieder gucken, dass wir an den Geiselhaken kommen. Ich meine, wir hätten vielleicht den anderen auch nehmen können. Na, 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 Fräulein. So. Okay, der geht zurück, sehr gut. Der vegetiert noch hier rum. Der wird hart im Nehmen haben, ja. Könnte ich mir nämlich bei dem vorstellen, dass der das nämlich hat, weil das ist nämlich kein schlechter Spieler. Es ist sogar ein Deutscher. Okay, jetzt haben wir schon den dritten aufgehuckt. Ich hoffe, die lassen den einen noch sterben. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, wenn der eine weg ist, ist es umso besser. Haben wir dann wirklich bloß noch drei? Der ist wirklich zum Glück tot. Ich denke mal, die zweite, andere Gen, der so weit war, wird auch zurückgehen. Die sind alle hier hinten. Ich hatte sie alle hier hinten festgehakt. Ja, da hucken sie ab, sehr gut. So, da ist der Opi. Den schnappen wir uns jetzt, oder versuchen es zumindest. Kann ja sein, dass das ein Marathonläufer ist oder so. Sehr gut, haben wir dich noch. What a waste of good suffering. Okay, der Haken ist kaputt, sehr schön. Warum auch immer. Egal, nehmen wir dich hier einfach hierher. Okay, da hinten war jemand dran, der hat losgelassen. Ist das, das ist sie, da gehen wir gleich wieder hinterher, sie ist sogar noch verletzt. Da rennen wir gleich noch hinterher. Da ist noch einer. So. Sie haben wir gefunden. Sehr gut. Nehmen wir dich gleich wieder mit. Gern geschehen. Hier dreht man gleich nochmal dagegen. So. Oder machen halt unseren unsere Stromakrobatik. Okay, wo hinkt denn jetzt der andere? Wo hat man den jetzt festgehakt? Das ist jetzt ein bisschen doof. Schade, wenn immer alles gleich aussieht, ne? Immer alles grün. Da rennt er, sehr gut. You summoned me. I came.
ist halt, ich muss halt wirklich sagen, ich benutze halt die Ketten noch nicht so oft, weil es ist mir halt wirklich noch ein bisschen so schwer. Vor allem, wenn du jemanden hast wie ihn, wo du weißt, okay, es ist auf jeden Fall ein besserer Spieler als, ja, als manch andere. Und das merkst du auch bei ihm, also loopen kann er auf jeden Fall, oder konnte er fahren zumindest zu Beginn. Ich war es halt auch bloß mehr sein als Schein. Ja. Er wird halt auch nicht erst seit gestern spielen, also das merkt man schon. Dass er nicht erst seit gestern spielt, das merkst du. Aber jetzt bleibe ich hängen, verdammte Kacke. Ja, das wirklich mit den Ketten, ich sage, das ist echt schwer. Das mit den Ketten richtig zu handeln. Oh, diesmal haben wir wieder gut abgewartet. Diesmal hat es auch mit den Ketten funktioniert, sehr schön. Ja, er öffnet die Box. Egal, wir bringen den hier hinten an den Geißelhaken. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig, dass der jetzt da dranhängt. Okay, da müssen wir jetzt gucken. Wo ist er? Ich konnte es halt leider gerade auch nicht sehen, weil wir hätten gucken müssen. Ne? Er stand halt mit dem Rücken, wir standen halt mit dem Rücken zu ihm. Die Frage ist jetzt wirklich, wo ist er hin, ne? Also er würde ihn ja bestimmt nicht einfach sterben lassen, das glaube ich weniger. Gut, man weiß es nicht, gell? Ich meine, wenn die Leute dann vielleicht noch eine Aufgabe haben, versuchen durch die Hedge zu entkommen oder als erstes zu überleben. Er hat sich sogar sterben lassen. Er hat sich sterben lassen, ich gehe kaputt. Okay, hier war nichts dabei. Okay, dann müssen wir jetzt gucken. Mal sehen, ob es das jetzt gleich für die Folge war oder ob wir jetzt wieder eine Stunde suchen müssen. Für die Luke. Aber das war's dann auch schon gleich mit der zweiten Folge. Okay, super. Haben wir Schwein gehabt. Sehr schön, beide hier drüben. Da haben wir aus zwei Folgen eine gemacht. Auch gut. Eine kurze und eine bisschen längere. Die Frage ist jetzt nur, wo ist er gelandet? Oder mal da hinten? Kann man das gut einsehen? Oder mal hier könnte man sehen. Ah, und hier müssten wir um die Kurve gucken. Schade. Hier müssen wir genau um die Kurve rum. Ah, das ist mies. Wir haben ihn sogar noch getroffen. Sehr gut. Und er ist auch noch verletzt. Und er kommt nicht weg. Oh, what the hell. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, also mit diesen Ketten ist gar nicht so einfach zu justieren, gell? Vielleicht darf man halt wirklich bloß nur die Maus drücken, also Maus bewegen und Pfeiltasten nicht mit. Da muss ich wirklich noch gucken, was da besser ist. Aber, nichtsdestotrotz, ich danke euch natürlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die zwei Folgen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!